So, jetzt brauche ich nur noch einen Sänger und einen Gitarristen. Sam nicht, der ist zu weinerlich. Floyd auch nicht, der ist zu Floyd. Aber wen dann dann? Rockfest, ja? Naja, und versuche es mal jetzt. Dann wollen wir noch hingehen. So. Fliegender Wechsel, zack. Ach, schade, Mann. Ich hätte den Ballon gerne mitgenommen. Der chillt hier einfach. Komm, verzieht euch. Ach du Scheiße. Du bist King Buzzer von den Melvins. Der Leibhaftige, sozusagen. Ich veranstalte ein Konzert für ein paar kranke Kinder. Ich habe eine Bassistin und einen Drummer. Aber ich brauche noch einen Frontmann. Ein Benefizkonzert? Cool. Ich bin dabei. Geilo! Meine Basis ist ein paar Blocks von hier. Komm einfach ein paar Stunden vorbei. Ich weiß Bescheid. Wir sehen uns da. Könntest du jetzt einen Schritt zurückgehen? Etwa so? Du kommst aber wirklich, oder? Hab ich doch gesagt. Ja, ja, das hast du. Stehst du immer noch da draußen? Nein, ich meine, nicht absichtlich. Ich binde mir nur die Schuhe. Die Melvins geben ein Konzert in meiner Basis. Manchmal ist das Ende der Welt schon ziemlich geil. Ja. Hier. Okay. Also zurück zur Basis. Für die kranken Kinder machen wir das. So. Grind. Oh! Da oben müssen wir hin. Alles klar. So, unsere Band ist versammelt. Das kann richtig geil losgehen gleich. Vielleicht sollte ich mir nochmal für den Auftritt neue Klamotten besorgen. Ja. Oh, das sieht geil aus. Das hier. So ein Clownsgesicht, naja. Skelettohrringe. Ach du Scheiße. Sonst gibt's nichts Neues hier? Das ist langweilig. Muss doch mal irgendwas Geiles Neues geben hier, oder nicht? Gibt's auch nichts Neues, oder was? Oh Mann, ey. Alles irgendwie... Yay! Ja, und das hier. Magnifik, Schätzchen, das steht dir vorzüglich.
Wie? Ach so, ich dachte, ich wollte es einfach nur mal so holen. Ich dachte, wir würden Dingens jetzt haben. Ich liebe es. Du wirst fabelhaft aussehen. Fabelhaft. Das ist irgendwie alles scheiße, oder? Nichts Neues, nichts richtig geiles Neues. Dieser Look, dieser Style. Ja, vielleicht hast genau du noch einen anderen Hut oder sowas. Kopfbedeckung. Schleier, ne. Dieses Teil ist fantastisch. Wie du wohl darin aussiehst? Naja, ist ja nicht so meine Traumvorstellung, aber egal, passt schon irgendwie. So. Ich muss ein paar Sicherungskästen um die Basis aufstellen, damit es laut wird. Die Kehrseite ist, dass sie von ein bisschen Overcharge angetrieben werden. Die ODs werden also angerannt kommen. Also stell ein paar Fallen auf, wie du es sonst auch machst. Lass es Buzz wissen, wenn du bereit bist, abzurocken. Okay. Warum eigentlich? Warum? Mann, ey, ich dachte, ich kann richtig mit abrocken und muss nicht hier wieder den Verteidigungsaffen spielen. Aber anscheinend muss ich das. So. Ah, also Häcksler überall hin. Warte mal. Der kann aber nicht hier auch noch angegriffen werden. Doch, kann er. Scheiße. So. Ich habe ja eigentlich mittlerweile ja auch Waffen, die man platzieren kann, wie zum Beispiel die Säure-Dinger oder halt auch die Helikopter und so weiter, die können dann naja bleiben und dann kann ich erstmal weiterziehen. Ist eigentlich ganz geil. So Jungs, wir können abrocken. Mein Gott, wir können abrocken. Wir können abrocken! Jetzt können wir abrocken. Du musst tun, was du tun musst. So sieht's Zeit, aus. Den Nachbarn zu vergrauen. War gut. Das ist eine Untertreibung. Du hast dein Kind mit Angina glücklich gemacht. Ist nicht so, als hättest du die Welt gerettet. Ja, ich habe eine Angina? Ich dachte, er hätte Krebs. Nicht schlecht, Kleiner. Nicht schlecht. Wir brauchen ein wenig mehr Zeit, um alles vorzubereiten. Halte die ODs von der Basis fern und wir legen so bald wie möglich los. Hey, eine Sache noch. Lass die ODs nicht in die Nähe der Sicherungskästen. Die sind wahnsinnig empfindlich. Von den Sicherungskästen fernhalten. Verstanden. Verzieht euch. Oh shit. Okay. Okay.
What the shit? Hier ist ordentlich was los, Leute. Ich glaube, das reicht hier unten, oder? Denn welcher Sicherungskasten wird denn angegriffen? Ach, der da hinten. Ach, fuck. Wie sind die denn hier durchgekommen? Ah, scheiße, Mann. Ich habe nur noch einen übrig? Ach du Scheiße. Alles klar, das verteile ich mit allem, was ich habe. Für die Kinder, Junge. Für die Kinder! Meine Arbeit hier ist getan. Ach, Mary Poppins. Tschüss. Dachte ich, du würdest sofort verrecken. Dann dachte ich, ich würde dich töten. Doch jetzt freue ich mich auf unsere gemeinsame Zeit, bis du stirbst. Das ist das Netteste, was du je zu mir gesagt hast. Na, das Netteste kommt noch. Ich bring dich in die Fisco-Zentrale. Doch sobald du drin bist, trennen sich unsere Wege. Gehen wir mit dir drauf, sind die Kinder so gut wie tot. Okay, ich glaube, ich habe einen Plan. Na gut, alles klar. Sam, wo bist du? Ich bin fast an der Überführung. Ja. Gut, treffen wir uns da. Na gut, allerdings machen wir jetzt hier erstmal einen Cut. Beim nächsten Mal machen wir das weiter. Wenn ihr Bock habt, seid dabei. Und ja, haut rein. Ciao.